Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin, dem ersten DLC. Ich habe nochmal mein Shiny umbenannt zu Sir Driplin. Eigentlich heißt das Englische Diplin und das Deutsche heißt ja Sir Apfel. Und bei Diplin muss ich mich aber manchmal versprechen zu Driplin und naja, er drippt halt. Er hat halt auch den Drip, also doppelten Drip und Sir Driplin ist ein guter Name. Ich weiß, war jetzt überhaupt nicht interessant, aber ich musste das mal einfach von meinem Herzen aus erzählen. War mir sehr wichtig. So, und jetzt können wir entweder zum Kaltwasser-Cast oder zum Kristallsee. Wir sollen ja zum Kristallsee einen Kristall im See entdecken und den mitnehmen. Und genau das werden wir jetzt tun. Ich habe übrigens noch einen Panflam im Team. Ich lasse es erstmal da drin. Ich lasse auch ein bisschen Level, wenn es Bock hat. Ich überlege mir noch, ob ich das drin lasse oder nicht. Aber das war auf jeden Fall in unserem Ei drin, falls ihr euch noch an das Ei erinnern könnt. Let's go! So ein kleiner See. Ich dachte, er war ein bisschen größer. Gipfel des Oniyama. Oniyama ist da der Berg. Wer hat diesen Schrei gemacht hier? Wer macht da so einen Schrei? Ich muss leise sein. Hier sind sie. Alter, hier sind so viele Smogons. Ist das hier so vergiftet? Ist hier so viel Giftgas oder so? Eines der sechs Kleinode Kitakamis. Kristallsee. Der Kristallsee verdankt sein zartes Schimmern kristallinen Substanzen unbekannter Herkunft, die Verurteilten in ihm aufgelöst wurden. Ungeachtet dessen ist das Wasser genießbar und dient dem Dorf sogar als Wasserquelle. Einer Legende zufolge kann man Verstorbenen begegnen, wenn man in das Licht des Sees blickt. Oh Gott. Oh Gott, da muss ich an Ranma denken. Springt nicht in den See rein. Sonst verwandelt ihr euch noch in einen Smogmon. Smogon. Smogmog war die Weiterentwicklung. Genau. Das war die Weiterentwicklung. Man merkt, dass ich das Ding noch nie im Team hatte. Warte, sollen wir da jetzt reinspringen oder? Sollen wir uns hier noch weiter umschauen? Ich glaube, wir sollen da wirklich reinspringen, ne? Laut der Map? Sollen wir das? Okay. Whee! Ah ne, da ist ja. Wie habe ich das übersehen? Naja. Guten Tag, Hanna. Da bist du ja, du lahmes Anton. Na komm und bewundere es mal erst mit diesem Anblick. Dieser Anblick, ja. Vor uns liegt der Kristallsee. Da bleibt einem vor Schönheit glatt die Spucke weg, was? Die Kristalle hier leuchten aus irgendeinem Grund. Seltsam, oder? Deswegen gibt es auch ein komisches Gerücht, dass man hier Verstorbenen begegnen kann. Um die Maske zu reparieren, müssen wir ein Stück Kristall aus dem Wasser fischen. Dann mach dich mal ins Werk, Michael. Ab ins sicher total angenehme, coole Nässe mit dir. Hä? Was? Wie soll ich denn? Wie soll ich einfach reinspringen? Tja, ich kann nicht schwimmen. Außerdem würden dann ja meine Klamotten das werden. Nee, nee, nee. Weil soll jetzt doch so ein tolles Reit-Pokémon haben. Weil es ist ja für dich kein Problem. Was zum... Ein Erdbeben? Nein. Höchstens ein Wasserbeben. Nein, mein Gesalbtraum. Milo! Ein Milotic. Oh nein. Dann fighten wir jetzt gegen das Vieh. Das sieht ganz schön dark aus, aber zum Glück hast du ja mich. Ja, schätze ich schon. Ups, ich habe auf den B gedrückt. Na gut, dieses Milotic macht mir... Nein, es macht mir keine Angst. Ich stehe drüber. Sogar einen Crit gelandet. So, und wisst ihr, Milotic ist Typ Wasser. Und wir haben zwei neue Pflanzen-Pokémon. Und Fatalitsche habe ich noch nicht im Kampf benutzt, deshalb schicke ich das zuerst raus. Meine kleine Suppen. Mein kleiner Suppengeist. Oh, braucht mich nicht mal. Mopeko ist stark genug. Du bist wirklich stark, Hanna. Du bist wirklich stärker geworden. Nice. Alter, wir sind mit 23 für Panflam. Glut. Verhöder. Oh nein, jetzt geht das los. Okay, Leute, ich mach das mal ganz kurz. Das müsst ihr euch nicht geben. Okay. Und jetzt entwickelt sich Panflam. Im Regen! Yay! Für die ganzen Panflam-Fans unter euch, hier ist ein Panpyro. Yay! Tempo-Hieb. Ja, komm, mach einfach. Mir doch egal. Blablam. So, Kamera weiß auch nicht wohin. Uff, habe ich mich jetzt erschreckt. Hat er ganz vergessen, dass hier in der Gegend manchmal Pokémon wie das gerade auftauchen. Also Milotic ist hier nicht selten.
Aber ich muss schon sagen, auf dich kann man sich echt verlassen. Ja, gleichfalls. Muss ich so zurückgeben, Mopeko, von dir war echt stark. Hm? Wait. Schau mal da, das ist doch das, was wir suchen, oder? Genau das. Milotic hat's ausgekackt. Da, kann man direkt mitnehmen. Sag mal, ist das... Ja, das Kristallfragment. Ein Stück des leuchtenden Kristalle, der leuchtenden Kristalle vom Grund des Kristallsees. Es wird für die Reparatur der Maske benötigt. Vielleicht hat das an dem Pokémon von eben geklebt und ist dann beim Kämpfen abgefallen. Im See... Achso, was ist jetzt sie? Oh, Brianna, was macht sie denn hier? Im See versunkene Kristalle und dann diese Energie. Könnte es sein, dass... Miss Brianna! Oh, Hannah und Michael. Hallo, habt ihr beide etwa euer Team gewechselt? Ich will ihnen nicht auf die Füße treten, aber eigentlich sind Fremde hier nicht erwünscht. Weil dieser Ort heilig für euch ist, nicht wahr? Keine Sorge, das ist mir bewusst. Deshalb habe ich auch vorher den Verwalter um Erlaubnis gefragt. Macht das ein wenig besser? Aber was wollen Sie hier? Lass ein wenig forschen. Mich interessiert die Wasserbeschaffenheit des Kristallsees. Und meine diesbezüglichen Vermutungen scheinen sich bestätigt zu haben. Aus bisher noch unerfindlichen Gründen strahlt das Wasser des Kristallsees eine Wellenlänge aus, die sich mit der von Terras Kristallenergie deckt. Gelingt es mir, die Ursache zu finden, könnte das Phänomen der Terra-Kristallisierung vielleicht sogar außerhalb Paldeas stabilisiert werden. Zum Beispiel in Einal. Aha. Gut, okay, wir haben es jedenfalls gerade eilig. Gehen wir, Maike. Haben wir es wirklich eilig? Na gut, wenn du meinst. Plom. Kehrt zurück. Okay. Muss einfach wieder zurückgehen? Du hast nichts mehr zu sagen? Wenn man die Terra-Kristallisierung außerhalb bei dir zuverlässiger manifestieren könnte, würde mich das Terra-Pagos schon einen Schritt näher bringen. Terra-Pagos. Das Legi aus dem zweiten DLC. Glaube ich, ist damit gemeint. Na gut. Ja, okay. Fliegen wir wieder zurück. Man kann ja auch wieder hinfliegen, wenn man möchte. Also, sehr gut. Die einzige Orte, wo wir noch nicht waren, ist hier die Wildnis und der Immerwald und die Hornschlucht. Und ansonsten höchstens halt hier dieser Fluss kleiner. Sonst waren wir überall. Ich habe das Gefühl, der DLC geht langsam zu Ende. Ich glaube, wir kommen langsam zum Finale, zum hypenden Abschluss. Aber es ist nur meine Vermutung. Weil tatsächlich wurde ich schon gespoilert, dass der DLC nicht so lang ist und schon gar nicht länger als der aus Schwert und Schild, was ich schon echt traurig finde irgendwie. Warum haben die beiden Trainer Quiekel? Na, sollen sie halt haben. Guten Tag. Na, was zu erzählen? Opa, wir haben dir ein Kristallfragment mitgebracht. Malke, Hanna, es tut mir leid. Hä, was passiert? Die Maske des Oni. Joe war hier und hat sie mitgenommen. Wie bitte? Warum das denn? Hast du ihr einfach von der Sache mit dem Oni erzählt? Als ob ich das sagen würde. Ach, sorry, ich weiß, dass du es ihm nicht einfach erzählen würdest. Joe schien mit der Maske in Richtung des Gefährtenplatzes zu laufen. Ich denke, es wäre das Beste, wenn ihr zwei ihm folgen würdet. Okay, ein bisschen unnötig jetzt, aber... Gut. Wo war denn das? War das nicht hier oben? Nee? Achso, das war... Ach, das war gemeint. Hä, warte, da kann ich aber auch hinfliegen, ne? Ja, hier kann ich auch hinfliegen. Perfekt. Bling! Miau. Diese ganzen Noctus, ich liebe es. Schönes, nettes Detail. Da hinten ist er. Was hast du vor, Joe? Yo, was hast du vor, Joe? Yo. Tu nichts Unüberlegtes. Ich weiß nicht, was hier unüberlegt wäre, aber tu's nicht. Maike. Joe, sag mal, geht's noch? Was soll denn das bitte? Ihr wusstet es, oder? Dass der Oni eigentlich gar nicht böse ist? Ja, wurde uns letztens erzählt. Die drei Gefährten sind die wahren Bösen, aber ausgestorben wurde der Oni. Ja, das wussten wir. Und ihr beiden seid auch nicht besser. Was? Ihr habt mich einfach ausgeschlossen und euch heimlich mit dem Oni getroffen. Sorry, aber das ist ein Missverständnis. Ihr seid genau wie die Dorfbewohner damals. Dabei wisst ihr doch, wie wichtig mir der Oni ist. Aber nein, ihr tut so, als hättet ihr keine Ahnung von nichts und lacht dann hinter meinem Rücken über mich.
Das stimmt doch gar nicht! Lügner! Lügner! Joe, was stimmt nicht mit dir? Du bist nicht du, Boston Snickers. Michael, kämpf gegen mich! Wenn du gewinnst, gebe ich die Maske zurück! Also kämpf gegen mich! Also, was haben die alle für den Verlangen, gegen mich zu kämpfen? Als ob das irgendwas ändert. Gut, fangen wir an. Geh auf Position. Jetzt bekommst du meine ganze Kraft zu spüren. Die Musik, hä? Na gut. Das ist schon der dritte Kampf oder so gegen Joe. Oder der vierte? Dritte, vierte? Ah, endlich ist er mal auf die Idee gekommen, seinen Yanma zu entwickeln. Super. Finde ich gut. Tut mir leid, aber so einfach werde ich dir die Maske nicht überlassen. Naja, was hast du überhaupt mit der vor, wenn du sie behältst? Was willst du damit überhaupt machen? Ja, so weit hat er natürlich nicht gedacht, ne? Ah ja. Ah ja, wieder klar. Nee, Papyrus ist zu underlevelt, den kann ich nicht reinschicken. 23. Giga-Sauger. Denkst du wirklich, kannst dich voll heilen? Denkst du das wirklich? Denkst du das wirklich? Oh, da kann mich aber auf jeden Fall schwächen. Aber ich ihn auch. One shot. K.O. Oh ho. Ich kann das doch schaffen. Reiß dich zusammen, Joe. Reiß dich zusammen. Der hat diesmal 5 Pokémon. Das war erst sein erstes. Offenlegung. Ach komm, sei leise. Nerv nicht. Quappo. Ich gehe mal davon aus, dass wir mittlerweile genug Pflanzen-Pokémon haben. Gegen das Vieh. Du, du, du. Übrigens, kleiner Fun-Fact nebenbei. Es gibt das Item Evolit. Und das kann man bei Pokémon benutzen, die sich noch entwickeln werden. So, erstmal kurz Querschuss. Meine Befehle müssen klar und deutlich sein. Los, Angriff! Aber ich fange nicht an. Oh, daneben. Tja, war nicht laut genug. War nicht deutlich genug. Coole Animation. Oh, er brennt sogar. Genau, Evoli kann man bei Pokémon benutzen, die sich noch entwickeln werden. Und zufälligerweise kann man es bei Sir Apfel benutzen. Was bedeutet, dass er wahrscheinlich... Oh, daneben. Schade. Dass er wahrscheinlich im nächsten DLC, im zweiten DLC-Teil, noch eine weitere Weiterentwicklung darauf noch bekommt. Gut möglich. Also es ist ein Bug. Aber ich glaube eher, dass es tatsächlich noch eine Weiterentwicklung gibt danach. Und da bin ich gespannt. Also lassen wir ihn auf jeden Fall erstmal im Team drin. Vor allem ist das shiny. ach komm, nerv nicht. Urgel! Das war dieser Vogel, ne? Ich weiß leider nicht, welchen Typen der hat. Es tut mir leid. Könnte sein, dass er Wasserflug oder sowas ist. Oh, der ist bestimmt nur Flug, oder? Komm, Memento Mori. Oder will ich es nicht? Oh, doch, ich überlebe. Okay, perfekt. So. Hey, was sagst du dazu? Vielleicht kann ich ja doch gegen dich gewinnen. Ja, ich schaffe das. Nein. Memento Mori. Wir gehen gemeinsam unter. Oder nicht? Oh, was? Habe ich die Attacke verwechselt? Okay, vielleicht habe ich die Attacke verwechselt. Passiert. Okay, dann wird's Zeit für einen Helden. Für unseren Duffyman. Eins der OPsten Pokémon, die ich je hatte. Also den Main Teams. Ein Crit. Jawohl, jetzt werde ich das Blatt wenden. Wart's nur ab. Nur weil der Kampf super lange dauert, heißt das nicht, dass du super stark oder super krass bist, Junge. Okay? Wie ich einfach immer noch so dastehe. Du kriegst mich nicht. Ach, diese kleinen Kratzer jucken mich nicht. Yeah. So, Apfel. Typ Pflanze, Drache. Du, du, du.
Wäre aber, ist aber meiner Meinung nach schon ein bisschen Missed Opportunity, dem einen anderen Doppeltypen zu geben. Weil jetzt haben wir 3 Weiterentwicklungen für Knapfel, wo er bei jedem einzelnen immer noch zu Drache wird und nicht um was Neues. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Hätte man mehr draus machen können. Na gut. Es ist, wie es ist. Dripplin. Er hat den Drip. Und ist am Drippen. Skorglad. Oh, Skorglad ist ein Meme, weil Flugboden. Wie kannst du Flug sein? Aber Typ Boden sein. Wie bist du auf dem Boden, aber fliegst? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Fariva hat noch nicht gekämpft. Aber Kumpel, du weißt schon, dass du deinen Skorglad noch zu Skorgro entwickeln kannst. Das Ding ist viel krasser. Ich wollte es nur gesagt haben, vielleicht kriegen wir noch einen Kampf. Dann merkt er sich das vielleicht, was ich ihm gesagt habe. Kreuzschere? Nicht nett. Aber irgendwie sieht Skorgler voll süß aus in diesem Spiel, oder? Der sieht anders aus, glaube ich, als in den anderen 3D-Games. Kann das sein? Irgendwie sieht er hier cuter aus, wie sie breit lächeln. Ich mag ihn. Ihn würde ich knuddeln, auch wenn er mich dann vergiften würde wahrscheinlich. Man hat so viele Stacheln auf seinem Körper, irgendwas erwischt mich dann, aber egal. Worth it. Oder er nibbelt an einem. Das könnte auch sein. So, du hast auch echt immer Glück, was? Als wärst du die Heldin in einem Märchen. Bin ich doch. Ich bin der Protagonist, ja? Ich hab immer recht, hab immer gewonnen. Sonst wäre ich nicht Protagonist. Der Babadabaum. Ich kann mich noch so anstrengen. So stark wie du werde ich nie. Darf ich denn jetzt die Naske haben? Für Urgapon? Aua. Das muss doch wehtun. Ja. Aua. Autsch. Ciao, ist alles okay? Da, nimm. Ich hab's richtig versprochen. Türkis-grüne Maske. Grüß den Oni von mir. Ciao, ich glaube, ich muss mich bei den. Ich gehe dann mal. Das ist der beleidigte Leberwurst. Tut mir leid, so kenne ich ihn gar nicht. Jungs in dem Alter können schon ein bisschen unheimlich sein, oder? Ja, was ein Schreck. Was ein Schreck. Ich bin dem Alter definitiv nicht so abgedreht. Keine Ahnung, wie man damit umgehen soll. Hä? Hast du das auch gehört? Ich glaube, das kam von den Gefährtenstatuen. Warte, was? Nein. Oh, no. Wir wissen ja die Wahrheit. Die drei sind eigentlich böse und nicht lieb. Ich habe das Gefühl, wir werden sie jetzt antreffen. Was geht hier ab? Tatsache. Sie sind vom Toten da wieder auferstanden. Oh oh. Fuegro, Monkey und der Vogel aus Gen 5. Was? Aber... Hä? Bonbon! Oh Gott, Freddy sagt Bonbon. Hilfe. Bene? Bär! Was wollt ihr von uns? Ich mag, glaube ich, den Bären am meisten. Oder die Katze oder was auch immer. Weil im Englischen heißt er nämlich Okidogi. Das finde ich mal so lustig da. Was machen die da? Benene, Bär, Bonbon! Und das ist alles ja ein Hund, ne? Wegen Okidogi, das ist ja Dogi im Namen. Ja, ist wahrscheinlich ein Hund. Ich verstehe gar nichts mehr! Wieso leben die überhaupt? Und warum albern die nur rum? Und jetzt hauen sie ab. Alter. Seid ihr selbst für Vespern und Turbots oder was? Oh nein.
Ah, nee, nur Wespe ist abgehauen. Nee, ist ja auch geil. Was ist hier gerade passiert? Waren das die drei Gefährten? Stimmt, sie waren zu dritt und ihre Gesichter sahen ganz schön fies aus. Das waren sicher die drei Gefährten. Die Geschichte besagt, dass sie unter den Statuen zur Ruhe gelegt wurden, oder? Warum sind sie jetzt plötzlich wieder lebendig? Oh yeah, mir fällt gerade auf, sie sind in Richtung des Kulturzentrums verschwunden. Oh nein. Das kann nichts Gutes bedeuten, wir müssen schnell hinterher, Michael. Okay. Müssen wir die drei besiegen? Vielleicht auch sogar einfangen? Für den Pokédex? Es ist ja einfach alles kaputt, alles weg. Sind wirklich wieder auferstanden. Alright. Fliegen wir direkt mal so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich fliege erstmal wieder zurück zum Gemeindehaus, weil ich mich erstmal heilen gehe. Und sowieso der Weg zum Zentrum ist zu Fuß nicht lange. Also mit Koraidon, Miraidon. Genau. Stimmt, Vampyr hat sich noch gleich entwickelt. Wahrscheinlich dann im nächsten Kampf oder so. Was soll's, was auch immer, egal. Aber ich habe mir schon gedacht, dass wir früher oder später noch die drei Legis sehen werden. Ich denke mal, dass die gehören zu Legis, genau wie Ogapon, gehe ich einfach mal von aus. Ich meine, was sollen sie sonst sein? Einen Pokéball, sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Genau, hier gibt es ja Mochi. Vielleicht finde ich eins, vielleicht finde ich eins. Nee, gar keins. Okay, die sollen hier in der Nähe sein. Weil hier oben ist ja jetzt das Kulturzentrum. Also die sollen ja hier in der Nähe sein. Aber nicht hier unten. Hä, oder? Hier sind einfach mal andere Leute. Was, die Maskonis? Girl, deine Pummel sind voll stark aus. Du wirst mit den Maskonis bestimmt fertig. Ja, was ist das? Das sind starke Trainer, die sich außerhalb vom Dorf rumtreiben und alle so Unimasken tragen. Die sind voll scharf auf Kämpfe gegen krass starke Kids wie dich. Ich habe gehört, dass es 7 von denen gibt. Pass auf, wenn du wirklich gegen sie kämpfen willst. Sie sind heftig drauf, Mann. Du brauchst echt Skills, um sie zu besiegen, ja? Aber für jeden Sieg gebe ich dir dann was Cooles, yo. Will ich das machen? Ich weiß es nicht. Jetzt mal nicht. Lass es mich wissen, ob ich es machen soll. Vielleicht in einem Stream oder so. Weiß ich jetzt nicht. Okay, stell mir vor, dass die hier oben vielleicht sind, oder? Im Altar? Oh, ja. Ja, hier geht es was ab. Oh, willkommen, Maike. Du bist leider ein bisschen zu spät. Sind diese drei hier vorbeigekommen? Du meinst für die drei Gefährten? Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Für solchen Firlefanz haben wir keine Zeit. Also wirklich, keine Manieren. Das heißt Firlefanz. Aber ja, sie waren hier. Bis eben noch haben sich die drei Gefährten beim Kulturzentrum aufgehalten. Sie waren sehr daran interessiert, die glitzernden Masken mitzunehmen, die wir hier aufbewahren. Den Wunsch konnten wir unseren Helden natürlich nicht abschlagen. Es war uns eine Ehre, ihnen den Mask übergeben zu dürfen. Ihr habt sie einfach weggegeben? Die Armen schienen auch sehr hungrig zu sein, wenn man bedenkt, wie viele gut gewürzte Kitakami-Mochi sie im Nu verspeist haben. Ihr habt sie aber bedient? Kitakami-Mochi sind randvoll mit Nährstoffen, damit werden sie sich sicher noch größer und stärker. Dabei sind doch die drei Gefährten die Bösen und die Masken gehören eigentlich Ogapon. Ah, ich wünschte, ich könnte was sagen. Und wo genau sind sie jetzt hingegangen? Wir haben alles gehört, aber egal. Wir sind in die Richtung des Oniyamas aufgebrochen. Vielleicht wollen sie in der Schreckenshürde den Oni zur Rechenschaft ziehen oder so, keine Ahnung. Dass sie auf einmal wieder leben, hinterfragen wir nicht. Auf unsere drei Gefährten ist eben Verlass, haha. Das ist nicht zum Lachen! Wenn die Geschichte, die Opa uns erzählt hat, wirklich stimmt, sind die drei Gefährten bestimmt gerade auf dem Weg, sich dann Ogapon zu rächen. Das heißt, dass der Oni mit der Kraft seiner Maske gekämpft hat. Aber Ogapon besitzt gerade keine Maske. Dann hat es doch so gut wie verloren. Wir müssen seine Maske zurückgeben. Ja, ganz deiner Meinung. Aber dafür müssen wir uns aufteilen. Geh du zur Schreckenshöhle und hilf Ogapon. Aber gib mir vorher noch schnell die Maske und das Kristallfragment. Dann laufe ich derweil zurück nach Hause, um die Maske reparieren zu lassen. Okay, machen wir so. Danke. Ich beeile mich und komm nach, sobald die Maske repariert ist. Beschütz Ogapon, so gut du kannst. Okay. Puh, Gott, was geht denn jetzt ab?
Die drei Gefährten machen irgendwie einen unheimlichen Eindruck, oder? Ach, vielleicht sind es einfach nur vom Typ Anti-Held. Hast du das gesehen? Die drei Gefährten sind hier beim Kulturzentrum erschienen. Nee, noch habe ich nicht gesehen. Oh, ich hatte einen Blickkontakt mit Benizar und bin ihm hin und weg. Aha. Die drei Gefährten sind zurückgekehrt. Das muss ein gutes Zeichen sein. Ein gutes Zeichen? Naja. Wie man sieht? Nee, eigentlich jetzt dann nicht. Okay. Beeilen wir uns, da schnell hochzukommen. Kann ich da nicht hinfliegen? Ich kann da nicht hinfliegen. Okay. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wo der normale Weg dorthin ist. Deshalb mache ich einfach das, was ich sonst gemacht habe. Wir klettern! Geht sowieso schneller wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin ja am falschen Ort geklettert jetzt, oder? Ich glaube, ich muss da hinten beim Wasserfall klettern. Oder kann ich auch von hier aus da wie hinspringen oder so? Das könnte funktionieren. Lass mich erstmal ein bisschen klettern, ja. Ist alles sicher. Ich bin schon ganze 10. Oder vielleicht sogar älter, ich weiß es nicht. Ja, das ist super, super sicher. Hier ist es doch. Ja, hier ist es. Okay. Rachen des Oni. Ja, hier ist eigentlich der normale Weg. Keine Ahnung, wo das anfängt. Aber ist auch nicht so wichtig. Oh nein, die sind schon im Kampf. Oh no. Müssen schnell helfen. Die mobben den ja voll. Die taunten auf ihn. Bon, bon, mio. Und Oga. Hey. Sucht euch jemand aus eurer Größe aus. Bertori? Bon. Was hacken die jetzt aus? Quartzki Option. Benizaru. Oh, wir kämpfen jetzt. Oh, damn. Benizar. Oh Gott, das wird eine längere Folge, glaube ich. Okay, ich weiß, dass sie alle Typ Gift sind. Da sie alle ziemlich toxisch sind. Bam! Oh, nicer Crit. Ich weiß, ich glaube, den Affen finde ich irgendwie am uncoolsten von denen. Erinnert mich ein bisschen an Kowalski, aber ansonsten. Weiß ich nicht. Bisschen boring. Benizaru! Was? Wie bitte? Jetzt nochmal übersetzen, bitte? So, wie wär's mit Shiny Sir Driplin? Kling! Und die Kamera ist im Boden. Nice. Aber vielleicht kann er ja euch auch ausschalten. Er bufft sich die ganze Zeit. Das gefällt mir überhaupt nicht. Drachenpuls! Nein! Oh oh, oh oh, oh oh. Boah, was? Dreck. Na gut, Fatalitscha. Mein kleiner Suppengeist. Du musst jetzt helfen. Und nicht sofort sterben, wie dein Kumpel. Okay, einfach mal. Dann stirb halt sofort. Zweimal Ränkeschmiede macht wirklich so viel aus. Damn. Ich habe das Gefühl, da brauchen wir einen Helden. Wie wär's mit Duffyman? Super Wechsel. Okay, Kumpel. Weg mit dir! Wollen deine beiden Kollegen auch noch kämpfen? Oder nicht? Nee, Kampf ist vorbei. Oder doch? Saru! Benizaru, Saru, das ist voll verkrass, Alter! Bonbär! Müssen wir mithelfen? Hey, hört auf damit! Die 3 gegen 1 ist ja mal so richtig feige! Aber jetzt bekommt ihr es mit mir zu tun! Ihr werdet es doch bereit, wieder zum Leben erwacht zu sein! Saru, jetzt sind wir 3 gegen 3, das können wir nicht gewinnen, wir sind zu schlecht. Mist, sie sind geflohen. Da hat ihnen meine starke Angst eingejagt.
Michael, also ich... Na los, raus damit! Ja, was gibt's? Wegen der Maske. Ich war so sauer. Und dann... Das war echt dumm von mir. Es tut mir leid. Kein Problem. Vergeben und vergessen. Danke, Maike. Er hat sich vor sich hingeschmollt. Er hat sich so vor sich hingeschmollt, da habe ich ihn am Schlafettchen gepackt und hergeschleift. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Und dann... Oh, ja. Das ist der Oni. Das ist ja wirklich der Oni. Ich kann nicht glauben, wie niedlich er ist. Ciao, du wolltest ihm doch die Maske selbst zurückgeben, oder? Gut, hier, lieber Oni. Hier, das gehört dir. Die leere Hand. Oh. Okay. Naja, ihr habt euch ja gerade getroffen. Vielleicht machst du ihm etwas Angst. Von mir scheint er sich zu fürchten. Versuch du mal, ihm die Maske zu geben, Maike. Ich glaube, mich mag er, oder? Na, Kleiner, hier, nimm deine Maske. Blump. Bandan! Haha, da freut sich aber jemand. Er scheint dir zu vertrauen, Maike. Rogapon sollte auch die anderen drei Masken zurückbekommen. Findet ihr nicht auch? Aber wurden die Masken aus ins Kulturzentrum nicht von den Gefährten mitgenommen? Müssen wir die drei nochmal besiegen. Und sie auffindig machen. Ja, genau. Und das, obwohl sie rechtmäßig Rogapon gehören. Wer weiß, ob diese Rowdies wiederkommen, um Rogapon anzugreifen. Wir müssen es beschützen und es den drei Gefährten heimzahlen. Diese Mission scheint gerade zu einem würdigen Teamnamen für uns. Oh, ich weiß! Die drei Musketiere! Steht ja wegen Musketiere, aber Masken. Bin dabei! Klingt super, oder? Du darfst auch unsere Vizenanführer sein! Darf ich auch mitkommen? Na, aber hallo, natürlich bist du dabei. So, und jetzt macht sich unser episches Team auf nach Midoriya, um Infos zu den drei Gefährten aufzuspüren. Die Masken holen wir uns, im Null kann man nichts zurück. Denen zeigen wir's, los geht's! Yeah, los geht's! Wenn ihr den Like-Button drückt und beim nächsten Mal vorbeischaut. Rogapon begleitet dich? What? Huh? Hi, Kleiner. Ah. Süß. Der Kleine folgt uns. Der wird ja aber nicht angezeigt. Kann ich auch mit ihm fliegen? Na, finden wir es halt raus. Warte, das benötigt ein Selfie. Kumpel. Oh, der guckt mich gar nicht an. Oh, jetzt freut er sich. Jetzt ist es ganz gut. Nein, renn nicht rum. Wo bist du? Er rennt im Kreis! Dann nicht.